Die Truppe, wie wir unsere Armee gerne mal nennen, ist nur bedingt einsatzbereit. So steht es im Jahresbericht des Verteidigungsministeriums. Nun soll mehr Geld helfen. Bis 2025 sollen nämlich 1,5% des Bruttoinlandsproduktes für das Militär ausgegeben werden. Zu wenig, findet NATO-Partner USA und fordert schon seit langem eine Steigerung auf 2%. Aber ist es nur eine Frage des Geldes oder liegt es vielleicht an der Führung, der Verwaltung und der Struktur, dass die Soldaten schlecht ausgerüstet sind? Und welche Verantwortung muss Deutschland auch militärisch in Zukunft wahrnehmen? Kaputte Helikopter, marode Kasernen, was ist uns die Bundeswehr wert? Das ist das Thema unserer Phoenix-Runde. Ich begrüße Sie ganz herzlich und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Erich Fahrt ist bei uns. Er ist Brigadegeneral AD, war Sekretär des Bundessicherheitsrates, militärpolitischer Beratung der Bundeskanzlerin. Und inzwischen unterrichtet er internationale Beziehungen an den Universitäten München und Salzburg. Und Sie sind Mitglied der CDU. Schönen guten Abend. Guten Abend. Reinhold Robbe ist bei uns von der SPD, war von 2005 bis 2010 Wehrbeauftragter und engagiert sich auch heute noch im Runden Tisch Solidarität mit Soldaten für die Belange der Truppe. Angelika Beer, friedensbewegte und militärkritische Mitbegründerin der Grünen, war lange verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Partei, Mitglied des Europaparlaments. Inzwischen ist sie bei den Piraten und bis 2017 war sie dort im Landtag von Schleswig-Holstein. Ich begrüße Daniela Fates, bundespolitische, sehr erfahrene Korrespondentin seit 1998. Jetzt ist sie Chefkorrespondentin der Dumont Hauptstadtredaktion, schreibt also für die Berliner Zeitung und den Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen. Herr Fahrt, wir haben viel gehört, dass es der Bundeswehr nicht gut geht, dass sie schlecht ausgerüstet wird. Das gipfelte dann so im letzten Jahr so ein bisschen darin, dass man sich fast lustig machte darüber, dass es die Soldaten noch nicht mal warme Unterhosen haben. Geht es der Bundeswehr wirklich so schlecht? Naja, man muss dankbar sein, dass der Wehrbeauftragte in seinen Berichten auf diesen Zustand der Bundeswehr mehrfach hingewiesen hat. Und in der Tat ist die personelle und materielle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr nicht so, wie sie sein sollte. Das hat natürlich auch eine lange Vorgeschichte, unabhängig von Missmanagement und anderen Dingen, die vielleicht dazukommen. Aber man muss eben sehen, dass wir die Bundeswehr nach der Wiedervereinigung massiv reduziert haben auf der Zeitachse. Und es ging dabei immer nur darum, die Bundeswehr zu verkleinern, nicht unbedingt besser zu machen. Und die militärischen Planer haben vorrangig, waren sie daran interessiert, das alte Fähigkeitsprofil in der Breite zu erhalten. Und dadurch bildeten sich dann runterhohle Strukturen. Dann kamen in den 90er Jahren die Auslandseinsätze, vor allen Dingen der Afghanistan-Einsatz, der ja auch aus dem eigenen Wehretat bezahlt wurde. Es wurde alles fokussiert auf diesen Einsatz, damit er möglich wurde. Personal, Material wurde aus Hunderten von Standorten zusammengeklaubt, damit dieser Einsatz läuft, weil er politisch und medial auch sichtbar ist und auch wichtig war für Deutschland in der Außendarstellung. Und dann kam die Aussetzung der Wehrpflicht dazu, 2011, das darf man nicht vergessen. Und daran krankt es bis heute, denn der gesamte Personalgewinnungsprozess ist dadurch natürlich umgekehrt worden. Das sind schon ganz viele Baustellen, die Sie jetzt beschreiben. Ja. Da ist ja eine Menge sozusagen. Also Sie würden der Kritik oder dem zustimmen, dass der Bundeswehr auf jeden Fall, dass sie mehr Geld braucht? Ja, sie braucht mehr Geld. Es geht dabei auch nicht um Aufrüstung. Also wenn Sie sehen, dass allein die Hälfte unserer Kasernen unbewohnbar sind, dass die Infrastruktur sehr schlecht ist, ist einfach mehr Geld notwendig. Aber das löst das Problem der Bundeswehr insgesamt nicht. Ich glaube, da kommen wir gleich mal drauf. Ich würde gerne erstmal die anderen. Frau Beer, was würden Sie sagen, wenn Sie beobachten die Bundeswehr seit langen Jahren, sind Verteidigungsexpertin, ist es das, was sich eigentlich eine von Ursprung pazifistische Politikerin wünscht, dass die Armee gar nicht so stark ist? Pazifistin bin ich nie gewesen, leider, aber nein, es ist in der Tat so, dass Ende der 90er Jahre wir als Grüne oder ich als grüne verteidigungspolitische Sprecherin ein Konzept geschrieben haben für eine umfassende Sicherheitspolitik. Weniger ist mehr, was natürlich auch finanzielle Auswirkungen hatte, aber wir haben einen anderen Ansatz gehabt. Wenn es heute heißt, wir brauchen mehr, nochmal klarer, erstens, die Bundeswehr muss bei allem, was sie an Aufgaben hat, adäquat und bestmöglich ausgerüstet sein. Das Zweite ist, es ist nicht nur eine Frage vom Verteidigungshaushalt, sondern es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und der gesamten Politik. Das heißt, wir brauchen eine Verzahnung von Außenpolitik, Verteidigungspolitik, Entwicklungspolitik, etc. Wenn man
diese Strukturen nicht schafft. Und eine Ministerin hat, die eher ihre eigene Karriere verfolgt als die Interessen der Bundeswehr, das ist jedenfalls mein Eindruck im Moment, dann reicht mir Geld nicht aus. Das ist wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Mhm. Also deswegen Strukturveränderungen, politische Verantwortung auf allen Schultern und dann die gesellschaftliche Debatte auch. Das, ja, das ist Politik. Nicht nur riskieren, sondern auch führen. Mhm. Seit der rot-grünen Koalition, Auslandseinsätze sind gerade benannt worden, gerade die strittigen Ex-Jugoslawien, völkerrechtswidrig, sind sicherheitspolitische Debatten gescheut worden, wie der Teufel das Weihwasser scheut. Und da sehe ich das größte Versäumnis. Mhm. Wenn dann klar ist, die Bundeswehr soll das und das machen, dann werden die Menschen auch bereit sein, mehr Geld dafür auszugeben. Herr Robbe, Sie haben sich lange um die Belange der Soldaten gekümmert, haben auch immer noch einen guten Kontakt zu Soldaten und zu dem, was die Leute umtreibt. Wie haben Sie es erfahren? Wie schlecht ist die Ausrüstung wirklich? Was bräuchten die Soldaten eigentlich? Und hat sich da was geändert, seitdem Sie nicht mehr Wehrbeauftragter sind? Ja, nun, Herr Dr. Frath hat gerade darauf hingewiesen, dass sowohl ich zu meiner aktiven Zeit als Wehrbeauftragter, wie auch alle meine Nachfolger, jedes Jahr interessanterweise immer wieder auch dieselben Mängel festgestellt haben. Und das unterstreicht halt die Tatsache, dass wir ja quasi eine Bugwelle von Versäumnissen vor uns herschieben in unserem Lande. Und das ist den Tatsachen geschuldet, die hier gerade schon genannt wurden. Aber ich will noch mal auf die aktuelle Situation hinweisen, weil ja jetzt aktuell auch gesprochen wird über die Frage, können die Notwendigkeiten für die Bundeswehr auch tatsächlich finanziert werden? Und hier sage ich, dass diese Frage mit einem klaren Nein beantwortet werden muss. Und das ist begründet im Koalitionsvertrag, der in dieser großen Koalition abgeschlossen wurde. Im Übrigen glaube ich auch nicht, dass bei einer anderen politischen Konstellation das anders ausgesehen hätte. Und das wiederum hängt auch mit der grundsätzlichen gesellschaftlichen Einstellung zusammen. In unserem Lande hat die Landes- und Bündnisverteidigung, hat die Sicherheitspolitik keinen sehr herausgehobenen Stellenwert, um es ganz vorsichtig zu sagen. Wie empfinden die Soldaten das, mit denen Sie ja... Die Soldaten empfinden das inzwischen als ja etwas Alltägliches, hätte ich fast gesagt. Sie sind schon gar nicht mehr besonders enttäuscht, wenn wieder mal eine Hiobsmeldung über die Medien kommt, dass bestimmte Dinge nicht bezahlt werden können, dass U-Boote nicht auslaufen können, dass Flugzeuge nicht starten können oder andere Systeme nicht vernünftig ausgerüstet sind. Damit haben wir es im Grunde ja, seit der Vereinigung zu tun, insbesondere. Aber, und das muss man immer wieder sagen, seit der Vereinigung sind wir als Deutschland in die Selbstständigkeit entlassen worden von unseren Bündnispartnern. Das heißt, wir haben dieselben Verpflichtungen wie alle anderen NATO-Verbündeten auch, aber haben nicht oder verfügen nicht über die Möglichkeiten, diese Verpflichtungen auch tatsächlich zu erfüllen. Mhm. Frau Fardes, wie würden Sie es sagen, dass jetzt diese Diskussion auftaucht, wie viel Geld wir brauchen, dass die Verteidigungsminister ja auch Ministerin auch mehr Geld bekommt im Haushaltsplan? Jetzt wird das reichen? Und wie bewerten Sie diese Diskussion genau um diesen Punkt? Also ich glaube, dass das Geld nicht alles ist. Es gibt diverse Mängel in der Ausrüstung, und zwar von den Geräten bis hin zu Kleinigkeiten wie fehlende Thermounterwäsche und so weiter, was dann immer für die großen Schlagzeilen sorgt. Das ist immer sehr schön und plakativ. An der fehlenden Thermounterwäsche wird allerdings die Bundeswehr natürlich nicht scheitern. Das wirft aber ein Schlaglicht darauf, was das eigentliche Problem ist, glaube ich, der Bundeswehr, und zwar seit Jahren und Jahrzehnten, dass nämlich die inneren Strukturen, die Beschaffungsstrukturen nicht funktionieren. Also das läuft einfach nicht. Wenn immer wieder beklagt wird, dass die berühmte Unterwäsche fehlt, ja, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Ne? Ja. Also da ist im System irgendwas falsch, da wird nicht ausreichend strukturiert gearbeitet. Mhm. Das hat auch unter anderem damit zu tun, dass teilweise das Personal fehlt. Da geht es gar nicht unbedingt um Militär, sondern auch um ziviles Personal. Mhm. Da sind massiv Stellen nicht besetzt. Und da liegt das Problem. Also ich glaube nicht, dass man mit Geld immer alles lösen kann. Da sind wir dann auch gleich bei dem militärischen Großgerät. Auch da, das kostet natürlich wahnsinnig viel, aber
Da gibt es auch Probleme in den Verträgen. Da gibt es riesige Mängel in der Ausgestaltung. Wir kennen alle das Beispiel A400M, der Transportflieger, der über Jahre und Jahrzehnte schon fast nicht geliefert worden ist, wo es einfach auch schlecht verhandelt hat und auch aus diesem ganzen Zusammenhang heraus erwächst der Eindruck, es ist zu wenig Geld da. Möglicherweise ist es aber einfach auch so, dass es schlecht eingesetzt wird und nicht effektiv gehaushaltet wird. Herr Fahrt, was würden Sie denn sagen, was könnte man denn, außer dass es zu wenig Geld gibt, gibt es Punkte, wo Sie sagen oder wo Sie sich auch während Ihrer aktiven Zeit schon geärgert haben, wo Sie gesagt haben, das müsste man mal ändern, da müsste man eine andere Struktur machen oder die Frage des Beschaffungswesens, all diese Dinge. Gibt es da was, wo Sie sagen, da könnte man ansetzen? Naja, wir hatten ja eine Kommission, Zukunft der Bundeswehr, die wirklich sehr gute Vorschläge gemacht hat diesbezüglich, die aber auch nur bedingt umgesetzt wurden von Seiten des Verteidigungsministeriums. Das Problem ist ja erkannt worden. Man hat sicherlich im Beschaffungswesen auch eine Menge bewegt, nicht zuletzt unter der neuen Staatssekretärin Suda, die von außen reingeholt wurde und da sicherlich sehr viel Sie waren Beraterin vorher bei McKinsey, ist aber inzwischen hat sie das Verteidigungsministerium auch wieder verlassen. Hat es wieder verlassen und das kann man auch kritisieren, ja, denn jetzt geht es erst los. Nicht? Sie hat ja noch kein eigenes großes Rüstungsbeschaffungssystem durchgeführt, nicht? Und das ist eben auch das Problem. Nicht? Die Trendwenden, auch Personal und Material, die die Verteidigungsministerin eingeleitet hat, die sind in Ordnung, aber die werden irgendwann 2030 wirksam. Nicht? Davon hat die Bundeswehr jetzt heute nichts. Und das ist im Grunde genommen das Dramatische. Und ich muss noch mal unterstützen, die gesellschaftliche Anerkennung. Ich meine, ich finde es ein bisschen hämisch, nicht, mit Unterhosen zu argumentieren und diese Schlagzeilen. Die Bundeswehr ständig mit Negativschlagzeilen in der Presse, teilweise auch aus eigenem Verschulden. Aber es ist so ein bisschen auch Mache. Und sie wird dargestellt, als müsste man sich über die ganze Truppe lustig machen, nicht? Und das Problem in Deutschland ist aber... Da haben aber auch zu beigetragen mit ihrem Generalverdacht, ne? Naja, gut, aber es ist so, dass es überhaupt kein Sicherheitsbewusstsein in dieser in Deutschland gibt, dass vielen Bundesbürgern der Zustand der Bundeswehr eigentlich ganz egal ist. Und das ist eigentlich viel schlimmer. Mhm. Die Berichte des Wehrbeauftragten sind schon von ihrem Ergebnis skandalös, nicht? Aber was ich noch skandalöser finde, dass es einen Medienhype gibt, ein, zwei Tage und dann ist das Thema weg und keiner redet mehr drüber. Würden Sie dem zustimmen, Frau Behr, dass der Zustand der Bundeswehr der Gesellschaft eigentlich egal ist? Nein, das glaube ich nicht, weil aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch freiwillig Wehrübungen gemacht, weil ich gesagt habe, ich habe so oft über Einsätze abgestimmt, ich will wissen, wie es ist, Soldat zu sein. Und deswegen teile ich auch die Einschätzung nicht ganz von Herrn Robbe. Einem Soldaten ist es nicht egal, ob er anerkannt wird oder nicht. Und das habe ich nicht gesagt. Oder ich habe es dann falsch verstanden. Also ich denke schon, dass wirklich die Politik da in der Verantwortung steht. Und ich glaube auch, dass die politischen Strukturen nicht mehr ausreichend sind. Der Verteidigungsausschuss entscheidet nicht über wesentliche Sachen, sondern das Auswärtige Amt entscheidet über Auslandseinsätze. Und dann nur Militärexperten im Verteidigungsausschuss zu haben, die dann die Panzer zählen, die Funktionsweise überprüfen, das reicht heutzutage nicht mehr aus. Und das zweite große Defizit, was auch helfen könnte, die Bundeswehr besser darzustellen, wäre wirklich, wenn man sich in eine europäische Sicherheitsphilosophie einbinden würde. Ich meine, das haben die Briten oft verhindert, gerade im Beschaffungswesen. Sie werden das mitverfolgt haben durch ihr Veto, wo nationale Interessen größer und stärker sind, um die eigene Rüstungsindustrie zu stärken. Aber wenn man da endlich mal eine europäische Außen- und Sicherheitspolitik aus einem Guss sich trauen würde, ernsthaft, und das ist notwendig, gerade jetzt. Ich meine, Trump ist eine Kriegsgefahr. Aus meinem Empfinden, dass die Europäer endlich mal sagen, okay, wir sind in der Verantwortung, nicht nur Deutschland. Aber das würde jetzt ja konkret der Bundeswehr sondern nicht die Europäer. Helfen, oder? Die, ja, doch, ich denke schon. Ja. Denn die Einsätze finden multinational statt. Und dann wäre auch die Darstellung anders, wenn man sagen könnte, das ist ein europäischer Einsatz. Das wäre aber eine Sache, die ein bisschen mehr in die Zukunft weist. Gibt es Dinge, Herr Robbe, wo Sie sagen, da könnte man eigentlich im Moment, da müsste man mal sofort ran. Das würde dann, sagen wir mal, das würde den Soldaten helfen, das würde der Ausrüstung helfen, weil viele Sachen einfach nicht gut gelaufen sind. Man hört dann, da werden Sachen beschafft, ohne die Ersatzteile zu bedenken. Also es sind ja wirklich eine Menge Sachen, wenn man das liest, wo man denkt, das hätte man auch anders machen können. Ja.
Ja, ich habe in der Vergangenheit häufiger gesprochen bei derartigen Themen, dass Druck in den Kessel kommen muss, um es mal etwas plastisch zu formulieren. Das heißt, ohne eine Bewusstseinsbildung, auch in der Öffentlichkeit, werden wir, fürchte ich, nicht großartig weiterkommen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir hatten zu meiner Zeit eine katastrophale Situation in vielen Kasernen. Und zwar in einer Art und Weise, die man gar nicht mit Worten beschreiben kann. So, das habe ich dann auch mal öffentlich, ganz bewusst öffentlich gemacht. Alle Medien haben es aufgegriffen. Es gab ein großes Poheh, Herr Dr. Fahrt wird sich noch erinnern. Und oh Wunder, plötzlich konnte dann ein Sonderprogramm aufgelegt werden mit erheblichen Mitteln. Und die Soldaten waren natürlich froh, auch hier mal zu sehen, wenn wirklich die Dinge so beim Namen genannt werden, wie sie sich in der Realität abbilden, dann kann auch etwas erreicht werden. Ich will damit sagen, und das erleben wir immer wieder, natürlich kann man etwas machen. Oftmals ist es auch so, dass... Aber wer müsste jetzt zuerst handeln, die Verteidigungsministerin dann? Die Verteidigungsministerin steht in erster Linie in der Pflicht, die Dinge auf den Punkt zu bringen, die Dinge in meinem Namen zu nennen, selbstverständlich. Aber sie ist natürlich auch eingebunden, das muss man ehrlicherweise sagen, in Strukturen, die nicht mehr der heutigen Zeit entsprechen. Ja. Wir haben wir leisten uns nach wie vor eine getrennte Wehrverwaltung. Das ist ein Phänomen, wo alle unsere Partner den Kopf schütteln und sagen, was ist das denn? Das verstehen wir nicht. Das ist mal gemacht worden nach dem Kriege, um zu verhindern, dass die Bundeswehr sich verselbstständigt, quasi Staat im Staate wird. So, das haben wir aber nie abgelegt. Auch heute empfinden sie viele Teile der Bundeswehrverwaltung als Kontrolleur. Dafür gibt es aber den Haushaltsausschuss, das Parlament, es gibt den Wehrbeauftragten. Wir brauchen da keine Kontrolleure, sondern wir brauchen eine effiziente, moderne Verwaltung. Das, was Frau Suda dann auch erkannt hat, auch als Externe, aber jetzt aus persönlichen Gründen die Truppe wieder verlassen hat, um es mal deutlich zu sagen. Ja. Schade, aber hier muss weitergearbeitet werden. Aber ich meine, wenn Sie sagen, diese Struktur ist seit dem Krieg und macht seit den vielen Jahren jetzt schon Probleme, warum funktioniert das nicht, dass was geändert wird? Wir reden ja seit Jahren immer über Bundeswehrreformen und es kommt ein Verteidigungsminister nach dem anderen, Frau Fates, und dann gibt es wieder irgendwie eine Reform, aber eigentlich ist, wenn man auf die Erfolge schaut, dann sind die sehr klein. Naja, die Reformen ist immer die Frage, wie man Erfolg definiert. Die Reformen waren in den vergangenen Jahren immer dass man die Bundeswehr verkleinert hat. Und das hat man irgendwie geschafft. Ja. Also so gesehen, aber warum hat man zum Beispiel solche, so eine Strukturfrage nicht gelöst? Ja, das ist in der Tat eine Frage. Also, und das müssen sich alle, die daran beteiligt waren, immer die Frage stellen. Deswegen finde ich es auch ganz interessant, dass sich immer alles auch nur auf Frau von der Leyen kapriziert. Die hat auch ihre Fehler und macht auch bestimmt nicht alles richtig, aber das trägt sich ja schon seit Jahren und Jahrzehnten fort. Also das ist ein laufender Prozess. Jeder hat immer so ein bisschen sein kleines Kästchen, seinen kleinen Zeitrahmen gehabt, den er überblicken konnte und hat gedacht, naja, schauen wir mal, dass wir da vernünftig durchkommen. Beispielsweise Gutenberg hat die Wehrpflicht abgeschafft und so weiter, ohne eigentlich die Weiterungen damit, die damit verbunden waren, mit zu bedenken und strukturell auch auf den Weg zu bringen. Und da kann man jetzt von der Wehrpflicht halten, was man möchte, aber es ist war einfach nicht vernünftig orchestriert. Und das merkt man jetzt auch und das merkt die Bundeswehr ganz gravierend, weil es eben die bekannten Probleme eben gibt mit der Nachwuchsgewinnung, weil sich die Bundeswehr auf dem freien Markt jetzt behaupten muss gegen andere Unternehmen, die im Zweifel attraktiver sind. Aber wie mächtig und so kann eine Verteidigungsministerin, ein Verteidigungsminister eigentlich sein? Frau Bär, was würden Sie sagen? Aktuelles Beispiel. Man kann jetzt lesen, ich kenne das Papier noch nicht, Frau von der Leyen möchte ein strategisches neues Konzept durchsetzen, wo nach Medienberichten zum Beispiel die Defizite nach Abschaffung der Wehrpflicht, um mehr rekrutieren zu können, dann auf höhere Bildungsabschlüsse verzichtet wird und so weiter und so fort. Wenn das tatsächlich ein Kabinettsbeschluss werden sollte, im Moment ist es ja wohl nur innerhalb des Verteidigungsministeriums, dann ist das wirklich, wo wir wieder sagen müssen, wollen wir eine solche Bundeswehr? Und das ist die gesellschaftliche Frage und nicht die Frage an Frau von der Leyen.
Und das ist ja Pleite, Pech und Pannen, das haben wir alle 2 Jahre mindestens. Aber wenn Sie jetzt, Sie wollten ja mehr Geld haben für den Verteidigungshaushalt, für die mittelfristige Planung, sagt, jetzt mache ich diese strategische Herausforderung und das kostet dann noch mehr Geld. Und gleichzeitig das, was öffentlich wird, eigentlich bedeutet, dass wir uns eine Bundeswehr dritter Klasse aufbauen wollen, dann ist das nicht mehr Ihre Kompetenz, sondern dann brauchen wir eine gesellschaftliche Diskussion. Wie viel wir wirklich denn dafür bezahlen wollen? Ja. Das ist sowieso ein bisschen das Problem, dass diese sicherheitspolitische Debatte, die schon angesprochen worden ist, jetzt in der Koalition, jetzt haben wir 2,5 Monate erst, also es kann ja noch kommen, aber sie wird eigentlich noch nicht geführt. Beziehungsweise sie wird sehr kontrovers geführt. Die einen sagen, hier wird nur aufgerüstet und die anderen sagen, nein, stimmt gar nicht, wir brauchen halt mehr Geld. Also das ist nicht besonders, ich finde, das ist nicht besonders fruchtbar, wie diese Debatte geführt wird. Man hat einen Koalitionsvertrag geschlossen, wo man ein bisschen mehr Geld reingeschrieben hat, aber sich eigentlich nicht grundsätzlich überlegt hat, was möchte man eigentlich? Man weiß irgendwie grob, ja, Deutschland hat irgendwie eine wichtigere Rolle in der Welt und in den USA ist es schwieriger geworden, aber was daraus folgt, das hat Frau von der Leyen in einem Konzept aufgeschrieben, aber es ist noch nicht wirklich ein richtiges, also es ist kein Regierungshandeln daraus geworden und ich finde auch, von der Leyen kann das aufschreiben und muss sie wahrscheinlich auch. Aber sie muss es schon auch mit ihrem Koalitionspartner durchdeklinieren und vor allem auch mit dem Bundestag. Und das ist noch nicht erfolgt. Da hangelt man sich sozusagen vom Mandat zu Mandat. Mhm. Dann gibt es immer mal wieder einen Verlängerungsbeschluss und so weiter. Das sind dann die Debatten über die Bundeswehr. Aber es gibt noch nicht dieses Grundsätzliche, was dringend notwendig ist, eben aufgrund auch der veränderten internationalen Lage. Ja. Herr Fahrt, wie würden Sie es denn beurteilen? Sind wir in Deutschland einfach immer noch viel zu zurückhaltend? Sind wir uns in unserer internationalen Position da noch zu wenig bewusst und aufgrund unserer geschichtlichen Verantwortung immer noch in der Haltung, ja, wir wollen uns doch nicht so sehr einmischen. Und deshalb wollen wir da auch nicht so viel Geld für bezahlen. Also in der politischen Rhetorik wird ja oft gesagt, wir brauchen mehr Verantwortung in der Welt. Deutschland muss eine größere Rolle in der Welt spielen. Aber ich denke mal, es ist sehr wichtig, dass Deutschland vor allen Dingen die eigenen Sicherheitsinteressen endlich mal definiert. Denn ich meine, man kann auch von den Streitkräften, von den Sicherheitskräften und von der Rüstungsplanung nicht verlangen, dass sie sich optimal aufstellt, wenn die politische Zielsetzung nicht klar ist. Und das kann man nicht mit so allgemeinen Floskeln wie mehr Verantwortung in der Welt und wir machen überall mit und so in einer multilateralen Sprache. Das geht nicht. Wir haben 3 ganz konkrete Probleme für die Sicherheit Europas. Frau B. hat das angesprochen. Das ist einmal Russland, das Agieren Russlands. Das ist dann im weiteren Verlauf die gesamte Südflanke Europas und der NATO. Also das, was jetzt in Syrien abläuft, im Irak, an der Südgrenze der NATO und unseres NATO-Partners Türkei, die man ja auch sehr kritisch einschätzen muss. Und dann die gesamte Mittelmeerregion, Nordafrika, die Instabilität der Staaten. Nicht? Und das macht sich im Moment manifest nur an der Migration. Nicht? Aber da ist ein hoher Explosivstoff. Was sich ändern wird. Das wird sich ändern. Und wir haben keine Konzepte, wir haben keine Strategien, wir lassen es einfach laufen. Und wenn wir das Sie haben die Bundeskanzlerin beraten. Hat sie das gehört? Oder? Ich muss mal zu sagen, Rolle der Bundeskanzlerin. Bundeskanzlerin hat sich immer um Sicherheitsfragen gekümmert. Sie hat ja auch den Vorsitz im Bundessicherheitsrat. Und wir haben auch sehr viele Hardcore-Themen dort besprochen. Aber wir haben Koalitionsregierungen. Wir haben immer das Spiel zweier Koalitionspartner, zweier Parteien, was wir jetzt auch haben. Der eine macht so, der andere macht so. Wie will man da eine kohärente Sicherheitspolitik fahren? Aber die CDU war immer eine Verantwortung in den letzten Jahren. Das stimmt, im Verteidigungsressort. Ja. Aber es ist auch Teil der politischen Kultur in der Sicherheitspolitik, dieses Blaming des Verteidigungsministers. Das ist permanent. Wir reden von vernetzter Sicherheitspolitik, aber immer, wenn was schief geht, ich habe es dutzendmal erlebt, es ist immer der Verteidigungsminister, der im Bundestag steht, mit dem Rücken an der Wand und sich mehr selbst verteidigen muss, als für die Verteidigung Deutschlands zu tun. Also da müssen wir auch raus. Das ist irgendwie so ein Raster, was der Verteidigungsminister sagt und macht, wird erstmal ganz, ganz kritisch hinterfragt. Und alles andere lehnt sich zurück, fordert dann aber diesen vernetzten Ansatz auch mit ein. Das Mitspielen der Entwicklungshilfe, der Außenpolitik. Herr Rui, wie wird denn das in Ihrer Partei gesehen? Und wie ist es für Sie, da für eine Sicherheitspolitik, vielleicht eine Änderung und eine andere Haltung auch zu werben?
Naja, je nachdem, mit wem Sie sich unterhalten, das heißt die Sicherheitspolitiker, ganz ernsthaft gesprochen, die teilen all das an kritischen Punkten, was wir hier in dieser Runde auch besprechen. Die sehen auch die Notwendigkeiten für Veränderungen, für Reformprozesse etc. pp. Aber da gibt es dann natürlich auch andere, die haben andere Themen auf dem auf ihrer Agenda, da spielt die Sozialpolitik eine herausgehobene Rolle. Und da wird dann auch ganz schnell so ein vermeintlicher Widerspruch hergestellt zwischen Sicherheits- und Außenpolitik, wozu ja auch die Entwicklungspolitik heute dazugehört, haben wir vorhin schon besprochen, und den Dingen, die dann bei den Kitas und bei den Pflegeheimen und so weiter notwendig sind. Nur das ist kein Widerspruch und es ist Aufgabe aller, das muss man auch noch mal dazu sagen, auch im Deutschen Bundestag, dieses deutlich zu machen, dass die Außen- und Sicherheitspolitik im Grunde außen vor ist, weil Situationen entstehen können, und wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, die Bundeswehr von heute auf morgen vor Herausforderungen stellt, die einfach gemacht werden müssen. Und auch das will ich dazu sagen. Die sie eigentlich gar nicht machen könnte und die nur deswegen noch funktionieren, weil die Soldatinnen und Soldaten, das muss man einmal sagen an der Stelle, über unglaublich viel Improvisationsgeschick verfügen und unglaublich belastbar sind. Das darf man wirklich so sagen. Und ich glaube, hier sind einige in diesem Kreis, die das auch wirklich beurteilen können. Nur das wird viel zu wenig gewürdigt. Da wird viel zu wenig auch positiv drüber gesprochen. Und das wird natürlich auch deswegen nicht gemacht, weil alle irgendwo mit einem schlechten Gewissen rumlaufen und niemand gerne, insbesondere in seinem Wahlkreis, dieses Thema auf die Agenda nimmt, sondern eher sich wegduckt und sagt, um Gottes Willen, das ist so ein kompliziertes Feld, will ich lieber nichts mehr zu tun haben. Vielleicht auch mal, weil Sie das, die Sache Soziales angesprochen haben, vielleicht auch als Zahl mal interessant, wenn man den Haushalt sich anschaut, der Zuschuss zur Rente, nur der Zuschuss zur Rente sind 80 Milliarden. Bis 2021 wird das mit einem Anstieg auf 100 Milliarden gerechnet. Und der Wehretat dann für 2018 sind 38 Milliarden und bis 2019 41 Milliarden. Also das ist ja schon auch eine Größenordnung, die ja auch erstaunlich eigentlich ist, wenn man das mit anderen Ländern auch vergleicht. Naja, gleichwohl ist der Wehretat der zweitgrößte Etat, muss man auch dazu sagen, im Bundeshaushalt. Aber, aber der für Arbeit und Soziales ist eben auch... Ist auch groß, bekanntermaßen, groß. Eben auch aufgrund von solchen Verpflichtungen. Ja, aber ich finde, gibt es da auch eine Konkurrenz ums Geld, das muss man natürlich auch sagen. Ja, das kann man halt nur einmal ausgeben. Es gibt eine Vergleichbarkeit, wenn ich das mal sagen darf. Auch das muss ich meiner eigenen Partei immer wieder auch aufs Brot schmieren. Es gibt eine Vereinbarung, auch innerhalb der NATO, dass ein Ziel angestrebt wird. Das Bedauerliche ist nur, dass so ein Trampel wie der Trump dieses bei jeder sich bindenden Gelegenheit an die Öffentlichkeit spült. Und den nimmt inzwischen bei uns im Lande kaum noch jemand ernst. Aber in diesem Punkt hat er leider recht, weil er sich auf einen NATO-Beschluss beziehen kann, nämlich die berühmten 2% Bruttoinlandsprodukt für die Sicherheit. Da würde ich sagen, das macht Sinn. Das ist richtig, sagen Sie, das anzustreben, die 2%. Ja, absolut. Wobei, das ist doch wirklich eigentlich schon ein Tanz ums goldene Kalb. Diese 2%, das ist ein so zweifelhafter Wert, weil man den, das ist ja immer 2% gerechnet aufs Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, faktisch kann es sein, dass die Verteidigungsausgaben eines Landes steigen, der reine Wert, und prozentual aber trotzdem sinken, wenn es der Wirtschaft dieses Landes gut geht. Das zum Beispiel kann man sehen an Deutschland, wo die Verteidigungsausgaben eben deutlich unter diesen 2% liegen. Hier geht es der Wirtschaft recht gut. In einem Land wie Griechenland liegt der Wert, liegt dieser prozentuale Anteil relativ viel höher. Ja, also obwohl das quasi ein Pleitestaat ist oder gewesen ist zumindest. Also das ist schon, finde ich, ein bisschen schwierig, sich auf so einen Prozentwert da zu kaprizieren. Man kann sagen, man braucht immer mehr Geld, aber immer um diese 2% sich herumzuwinden. Also das ist wirklich, finde ich, nachgerade absurd. Frau Beer, wie würden Sie sagen, macht es Sinn, dass man sagt, wenn man wirklich eine vernünftige Verteidigungspolitik machen will, wenn man auch, dann müssen wir die Verantwortung übernehmen und auch so genauso viel zahlen wie die anderen, also im Verhältnis diese 2%, wie sinnvoll finden Sie das? Also erstens glaube ich, das ist wirklich
Demagogie ist, diese 2%, das ist eine Größe, die ist irgendwann festgelegt worden. Ob sie überhaupt ausreichen würde, kann ich im Moment überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube, was viel entscheidender ist, Sie haben eben die Zahlen Sozialausgaben, demografischer Faktor und so weiter, da hat man es wenigstens erkannt und sagt, okay, wir müssen vorsorgen. Und Sie haben ja vorhin angesprochen, was ist denn, wenn der Klimawandel, wenn wir die Ziele weiter verfehlen? Was ist denn, wenn im Maghreb, was ist, wenn jetzt im Iran nach Aufkündigung des Atomvertrages durch die Amerikaner neue Spannungen entstehen? Das sind doch alles Sachen, wo die Politik eigentlich sagen muss, präventiv können wir schlichten, können wir eingreifen, können wir es verändern, verhindern. Und trotzdem muss die Bundeswehr, weil das ist Grundgesetzauftrag, dementsprechend auch ausgestattet sein. Und es kann auch sein, dass man dann zu dem Ergebnis kommt, dass man mehr als 2% braucht, wenn es dann so ist. Aber da fehlt, das ist meine Überzeugung, egal welche Partei, der politische Mut, ohne jetzt Krisenszenarien, jetzt Terrorismus, jetzt das, da war der Anschlag, jetzt brauchen wir mehr Geld, wirklich nach vorne zu gucken. Und ich meine, Trump macht die Sache ja nicht einfacher. Wie soll ich dem deutschen Staatsbürger dann erklären, warum er mehr Bruttosozialproduktanteil für die NATO ausgeben muss, wenn da jemand dauernd kriegschürend durch die Welt füttert? Ja, also, wie will man es denn legitimieren? Naja, man muss einerseits muss man auch sagen, dank Donald Trump ist diese Debatte überhaupt losgegangen über den Verteidigungsetat. Und er hat ja, ich meine, das Verhalten war nicht immer optimal, aber die Wirkung war auf jeden Fall gut. Und die Etats sind hochgegangen. Und Frau Beer, wenn wir Ihre europäische Verteidigungsunion realisieren wollen, dann reichen 2% beileibe nicht. Ohne die Amerikaner werden wir das nie hinkriegen. Und das, es ist auch legitim, dass vielleicht ein amerikanischer... Vielleicht klappt es ja, wenn die Briten draußen sind. Es ist auch legitim, wenn ein amerikanischer Präsident auch mit Blick auf die eigene Bevölkerung sagt, es kann doch nicht sein, dass wir Amerikaner hier den größten Anteil stellen und alle anderen lehnen sich zurück an der Spitze Deutschland. Das geht nicht. Ja, aber das ist doch nicht neu. Das stimmt, aber wenn man in Wales zustimmt, und das hat man gemacht 2014, zu dieser Regelung in Richtung 2% sich zu bewegen, Pacta sunt servanda, dann müssen wir das machen. Diese Debatte, die wir jetzt führen, hätte man vor 2014 führen müssen, vielleicht auch öffentlich. Ob das gut oder, aber man kann jetzt nicht Beschlüsse hinterfragen. Dann müsste man wieder in die NATO gehen und vielleicht auf einer neuen Grundlage argumentieren. Aber hätte man denn dann nicht noch, dann wäre das konsequent gewesen, dass man jetzt schon den Verteidigungshaushalt einfach nochmal wesentlich erhöht. Er wird ja schon erhöht. Ja. Also 2% wären dann eine Erhöhung auf 70 Milliarden ungefähr. Ja. Also die Debatte möchte ich in Deutschland sehen, wenn wir jetzt 70 Milliarden, also ausgeben würden. Naja, aber das ist der Punkt in Deutschland, dass man eben mit diesen Sicherheitsüberlegungen nicht sehr weit kommt. Wenn es um Rente geht, um andere Themen geht, dann ist man sofort bereit, mehr Geld auszugeben. Nicht? Aber wenn es um die vitalen Sicherheitsinteressen dieses Landes geht, dann geht man zurück. Aber es liegt auch daran, dass man das Gefühl, dass man begründet, wie ich finde, das Gefühl hat, dass das Geld nicht effizient eingesetzt wird. Ja? Naja, gut. Ja, Kritik ist berechtigt. Genau, also das ist eben die Frage. Kriegen wir eine höhere Wehrbereitschaft auch mit weniger Geld, wenn wir Strukturen verändern? Das haben Sie ja eben angesprochen, Herr Robbe. Also ich meine auf jeden Fall, auch da wieder ein Beispiel. Jedes Jahr, und Frau Beer weiß das noch aus ihren Zeiten, ist heute im Grunde nichts anders. Jedes Jahr fließen Milliardenbeträge des Verteidigungsetats zurück an den allgemeinen Haushalt, ohne dass nur ein Cent davon der Bundeswehr wieder zugutekommt. Und zwar aus dem schlichten Grunde, weil es nicht ausgegeben werden kann. Das heißt, Verträge sind nicht ausgabereif, es sind die Dinge nicht gut genug vorbereitet und so weiter und so weiter. Und da sind wir wieder bei den Punkten, die wir vorhin schon gesprochen haben. Das heißt, endlich mal das umsetzen, Herr Fahrt hat vorhin darauf hingewiesen, was kluge Leute vor uns schon zu Papier gebracht haben. Das gibt es alles, es gibt fertige Konzepte dafür. Bitte? Wer bremst? Warum wird es nicht umgesetzt? Es ist nach meiner Auffassung auch eine Lobby. Das darf man nicht verkennen. Ich habe vorhin das Stichwort Wehrverwaltung genannt. Es handelt sich da um Tausende von hochwertigen Beamtenstellen.
die haben auch ein ganz großes ein ganz großes Interesse daran, sich selber zu erhalten. Das ist alles menschlich, das sage ich also gar nicht spöttisch oder so. Aber trotzdem, wir müssen an diese Dinge heran. Und vor allen Dingen müssen wir es früher tun, bevor irgendwelche Populisten, Klammer auf, AfD, Klammer zu, sich dieser Themen bemächtigen. Und okay, dann, das wäre doch dann aber eine Aufgabe der Ministerin. Machen. Das könnte sie doch ändern, oder? Alleine kann sie es nicht, das muss man auch ganz deutlich sagen. Noch einmal, bei allem, was Minister auch, und zwar querbeet, falsch machen und was sie auch an ungeschickten Äußerungen in die Öffentlichkeit posaunen, dieses muss ein koalitionsübergreifendes, ein parteiübergreifendes Thema werden, sonst kommen wir keinen Millimeter voran. Ja, und Sie haben ja eben gesagt, man braucht mehr Druck auf dem Kessel, Herr Fahrt. Wie kriegt man denn dann den Druck, dass sich zum Beispiel da Strukturen ändern? Dann müsste man ja wahrscheinlich sagen, man braucht nicht ganz so viel generell, wie man jetzt hat, oder? Naja, die Anzahl der Generäle ist ein gutes Beispiel. Die Bundeswehr ist ja von knapp 500.000 auf roundabout 170.000 runtergegangen, aber die Anzahl der Generale und Admirale ist in etwa so geblieben. Und das hat schon seine Gründe. Man braucht Repräsentanz in den Hauptquartieren und so weiter und so fort. Aber es ist schon symptomatisch. Bei den ganzen Reduzierungen der Bundeswehr in der Vergangenheit hat man eigentlich immer darauf geachtet, dass die sogenannten höherwertigen Dienstposten erhalten blieben, da wo man sich gut eingerichtet hat und möglichst unten alles weggekürzt hat. Aber das unten, das sind die Männer, die die Boots on the Grounds haben, das sind unsere Soldaten, da müssen wir stark sein, da müssen wir viel stärker sein. Auch dieses Missverhältnis von Häuptlingen und Indianern, das ist ein wirklich altes Thema. Wir haben das in der Ich meine, man versteht, dass die Leute ihren Job behalten wollen, aber trotzdem, man kann sich ja nicht nur beliebt machen als Minister, also könnte Frau von der Leyen da was umsetzen, was ändern. Ja, das ist aber wie gesagt ein gesamtgesellschaftliches Problem und da muss man auch, wie Herr Robbe es auch sagt, gesamtgesellschaftlich rangehen. Das kann ein Verteidigungsminister isoliert nicht. Wenn die da jetzt ranginge und würde, die Ämter kürzen und sozusagen an den Wasserköpfen rangehen, dann hätte man auch eine Riesendiskussion wieder in Deutschland. Also ich glaube, die Vorschläge sind auf dem Tisch. Wir haben viele gute Vorschläge zur Struktur der Streitkräfte. Und ich glaube, man muss parallel letztlich zu dem Finanzentzug, den man beenden muss, einfach, den wir über Jahre gemacht haben, der ist schon da, den muss man beenden und da muss man raus. Parallel dazu auch dann schauen, wie man unsere Streitkräfte wieder schlagkräftig macht, für diese neuen Aufgaben, für diese neuen Szenarien. Und dazu gehört es natürlich auch, dass die Politik Ziele setzt. Und da muss ein Konsens da sein. Bewusstsein sein über die Position der Bundeswehr oder der Gesellschaft. Genau. Was hat sich da geändert, Frau Beer, seit die Wehrpflicht ausgesetzt wurde? Und Sie kommen ja wirklich aus der Friedensbewegung und haben sich dann so auf die Verteidigungspolitik, ist das Spezialgebiet geworden, haben gesagt, Sie machen auch Wehrübungen mitgemacht. Wie hat sich Ihr Verhältnis da geändert, dass Sie sagen, dass Sie anders auf die Bundeswehr gucken, als Sie vielleicht ganz am Anfang Ihrer politischen Karriere geguckt haben? Na, schon richtig. Ich wollte die Bundeswehr abschaffen und die NATO auflösen, weil der ersten Bundestagswahl, wo ich kandidiert habe, war klar, ich muss in den Verteidigungsausschuss, den Feind musst du von vorne bekämpfen. aber ich habe dann halt, ich meine, der Kopf ist rund, damit das Denken sich ändern kann. Ich habe nie Politik vom Schreibtisch gemacht. Ich bin immer mit den Einsätzen, Sie wissen das und Sie auch, gleich mit gewesen. Ich war oft schon vor den Soldaten in Krisengebieten. Ich habe Halabja erlebt, den Giftgaseinsatz. Und dadurch ändert sich dann auch die Haltung. Ich habe gesehen, dass die Bundeswehr hervorragende Arbeit leistet im Einsatz in Krisenregionen. Und mein wesentlichster Punkt, glaube ich, im Nachhinein, während der rot-grünen Regierung, wenn ich Fragen hatte, ich bin zur Truppe gegangen im Einsatz, habe mich briefen lassen. Und bin nicht belogen worden, während in Berlin alles schön geredet worden ist. Moralische Außenpolitik riskiert nicht nur das Leben der Soldaten, sondern drückt sich auch vor der gesellschaftlichen Debatte. Und da hat sich, glaube ich, gar nicht viel geändert.
Die letzte Rede der Kanzlerin in der Haushaltsgrundsatzdebatte sagte sie auch, wir rüsten nicht auf, wir müssen nur die Defizite bemängeln. Das ist ein Drücken vor Verantwortung. Und das scheint parteiübergreifend so zu sein. Das hat meine Änderungen bewirkt. Ja, wie kriegen wir denn diese Debatte hin, Herr Robbe? Sie waren ja auch der erste Zivildienstleister, der Wehrbeauftragte wurde. Also Sie hatten ja früher auch mal eine andere Haltung wahrscheinlich zur Bundeswehr. Seit die Wehrpflicht ausgesetzt ist, ist das ein Problem, dass wir dadurch, dass die Soldaten eben nicht mehr ganz normal unsere Söhne, Enkel, Neffen sind und auch inzwischen ja auch die Töchter, dass wir da ein Problem haben, dass die Bundeswehr eben nicht mehr so verankert ist in der Gesellschaft? Ich meine ja. Auf jeden Fall, weil das öffentliche Interesse auch ein Stück weit reduziert wurde. Ganz einfach, weil viele jetzt keinen unmittelbaren Bezug über junge Leute haben, die dann eben früher noch als Wehrpflichtige in die Bundeswehr gegangen sind. Im Übrigen genauso als Zivildienstleistende ihren guten Job gemacht haben. Aber ich sag mal, das, was im Grunde so der Kitt unserer Solidargesellschaft war, nämlich einen Teil, um es einmal etwas pathetisch zu sagen, einen Teil seines Lebens der Allgemeinheit, der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, entweder für die Landesverteidigung oder dann für Menschen, die Behinderungen haben oder die sich selber nicht helfen können. Das war ganz, ganz wichtig für die Entwicklung unserer Gesellschaft. So, und das ist weggefallen. Und deswegen müssen wir uns auch hier alle an die eigene Nase fassen und müssen uns die Frage stellen, ja, wenn wir damals nicht kräftiger protestiert haben gegen die Abschaffung, wie können wir hier zu einer Kompensation kommen, wenn man so will, ja? Und noch einmal, auch ich gehöre nicht zu den Pessimisten. Auch ich sage, wenn man heute Menschen in Gesprächen erklärt, wie schwer zum Beispiel ein Auslandseinsatz ist für die Soldatinnen und Soldaten. Man kann das jeden Tag lesen. Wenn man die Welt am Sonntag liest, vom letzten Sonntag, ich will hier keine Werbung machen, aber da waren etliche Berichte über den Einsatz zum Beispiel in Afghanistan, wie dort der Truppenalltag aussieht, wie die Soldaten es empfinden, wenn sie kein Material haben, und zwar alltägliche Dinge wie auch die großen Dinge, und wie sie vor allen Dingen jeden Tag ihre Gesundheit und ihr Leben einsetzen für uns alle. Und da kann jeder seine eigene Einstellung haben, politisch, ob jetzt Afghanistan-Einsatz wichtig ist oder nicht wichtig. Für die Soldaten spielt das alles keine Rolle, sondern die werden von uns, vom Deutschen Bundestag dorthin geschickt. Und deswegen haben sie auch von uns, oder dürfen sie da den Anspruch haben, dass sie mit vernünftiger Ausstattung und auch mit der vernünftigen gesellschaftlichen Einstellung ihrer lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger dorthin gehen. Frau Fahrtes, ist da in der Politik zu wenig Ehrlichkeit über diese Debatte? Ich finde, der Blick auf die Wehrpflicht, den finde ich mit Verlaub etwas überhöht, denn zum Schluss war es ja überhaupt nicht mehr so, dass die Wehrpflichtigen sozusagen breit die Gesellschaft repräsentiert. Es ist ja nur noch ein, es ist nur noch ein Bruchteil. Es ist nur noch ein Bruchteil des jeweiligen Jahrgangs gezogen worden. Nur noch ein Bruchteil hat auch Zivildienst dann machen müssen und so weiter. Die meisten sind eigentlich drum rumgekommen. So gesehen hat sich da gar nicht so viel gehandelt. Verändert. Oh. Also man kann, ich finde, wenn man die Debatte führen möchte, ja, dann muss man dann eben so ehrlich sein und sagen, wir führen jetzt eine Debatte über eine allgemeine Dienstpflicht und die läuft dann aber für Frauen und Männer und so weiter, und die weckt andere ungute Erinnerungen möglicherweise. Ja. Also diese Debatte müsste man dann führen. Oh. So, einfach dieses zurück zur Wehrpflicht, das finde ich so ein bisschen einfach. Das würde die Probleme auch nicht lösen, denn auch Wehrpflichte, die gehen nicht in Auslandseinsatz erstmal, und im Zweifel sind die danach auch wieder weg. Und die binden vor allem dann erstmal Ausbildungskapazitäten auch massiv. Ja, das war damals das Argument von der militärischen Seite. Nicht? Der Ausstieg aus der Wehrpflicht wurde damals von der militärischen Führung deswegen begrüßt, weil man natürlich dadurch sofort 20.000, 25.000 Ausbilder frei bekam für den Afghanistan-Einsatz. Das war natürlich viel zu kurz gedacht. Gutenberg wollte sparen, das hat er auch ganz deutlich gesagt. Und er wollte sparen damit, aber es war schon, aber ich muss sagen, dass, was Sie sagen, Frau Fahrtes, ist, dass die Wehrpflicht faktisch schon tot war, bevor sie dann ausgesetzt wurde, ist ja richtig, aber das zeigte das Kernproblem, vor dem wir stehen. Dieses gesamtgesellschaftliches Anliegen der Wehrbereitschaft, der Verteidigungsbereitschaft Deutschlands ist ja gar nicht vorhanden. Aber es war international eine andere Sicherheitslage. Ja, das war ja aber doch, die Leute haben sich doch nicht massenweise gedrückt. Es war einfach, die wurden gar nicht abgefragt von der Bundeswehr. So war es doch, ne? Also weil der Bedarf gar nicht mehr da war. Sozusagen die Ratio hat einfach gar nicht mehr.
Naja, ne? das habe ich anders in Erinnerung. Und die allgemeine Dienstpflicht, wie wollen Sie so eine Debatte in Deutschland mal führen? Ich wäre gespannt, aber das wird keiner anfassen im Bundestag. Das wird dem Kanzleramt auch keiner überlegen jetzt. Okay, das wäre dann ein anderes Szenario. Aber das wäre im Grunde genommen wirklich mal eine gute Debatte. Ja. In unser Land wollen Millionen Menschen hin. Wir sind attraktiv für Millionen von Menschen. Und was tun wir eigentlich, um dieses Land zu schützen, zu verteidigen, zu sichern? Ganz kurz, da muss man über sowas reden. Zum Schluss noch, Herr Vater, wir reden ja viel über dass das Image der Bundeswehr bei uns nicht so gut ist. Wie ist es denn eigentlich international? Wenn die in der NATO ist, wie ist das Image da der Bundeswehr? Hat man da auch das Bundeswehr Gefühl, sind schlecht ausgerüstet und schaffen es nicht? Nein, ich hatte das ja gesagt, in den Auslandseinsätzen hat sich die Bundeswehr wirklich Meriten erworben. Sie hat unter unseren Bündnispartnern einen sehr guten Ruf. Eben. Und da läuft es ja auch. Und ich bin auch sicher, dass jetzt die NATO-Speerspitze, dass man das machen wird mit den 5000 Mann und gleichzeitig die Auslandseinsätze. Aber die das Gesamtsystem Bundeswehr ist eben dadurch im Grunde genommen an den Rand der Möglichkeiten. Und da muss man ran, das muss man verändern. Okay, vielen Dank für die Debatte oder für diese Diskussion. Die Bundeswehr, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, habe ich das Gefühl. Und da muss das ein oder andere geändert werden und auch ausgemistet werden. Und das ist das Stichwort für dieses Studio. Das ist nämlich die letzte Sendung aus diesem Studio, so wie es jetzt hier aussieht. Sie dürfen sich darauf freuen und wir freuen uns auch alle darauf, dass Phoenix sich demnächst ja einfach noch mal ein bisschen neuer, frischer präsentiert. Ab nächsten Dienstag schalten Sie bitte wieder ein, dann die Phoenix-Runde und sehen wir ein bisschen anders aus. Wir freuen uns alle drauf und es wäre schön, wenn Sie dabei wären. Bis dann. Tschüss.